بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir sind beim Thema der Tag der Auferstehung. Wir haben ja gesagt, es ist ein gewaltiges Thema. Wir haben beim letzten Mal den Stoß in die Posaune erwähnt. النفخ في الصور. Ja, فإذا نفخ في الصور. Also wenn in die Posaune gestoßen wird, von wem? Wer ist der Engel, der in die Posaune stößt? Israfil. Israfil alayhi salatu wassalam. Und wir haben gesagt, wie viele Stöße gibt es? Drei. Drei oder zwei, ne? Die einen Gelehrten haben gesagt drei. Warum haben die gesagt drei? Die haben gesagt, der erste Stoß, damit die Leute erschreckt werden. Der zweite Stoß, damit sie sterben. Der dritte Stoß, damit sie auferweckt werden. Die anderen haben gesagt, nein, es sind nur zwei. Der erste Stoß, dann werden sie, wenn die Geschöpfe sterben. Der zweite Stoß, damit werden sie auferweckt. Wir kommen jetzt, inshallah, wir haben den ersten Stoß erwähnt, wie gewaltig er ist, was passiert. Ja, dass die Erde zusammenbricht, die Welt zusammenbricht, dass die Himmel, der Himmel weggezogen wird, die Sterne fallen, die Sonne ihr Licht verliert und so weiter. Und inshallah werden wir heute den zweiten Stoß erwähnen. Den zweiten Stoß. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass zwischen den beiden Posaunenstoßen 40 seien. Er sagte aber nicht, ob es Tage sind, Monate oder Jahre. Das ist bei Bukhari überliefert. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass zwischen den beiden Posaunenstoßen 40 seien. Er sagte nicht, ob das jetzt Tage, Monate oder Jahre sind. Also sind das jetzt 40 Tage, 40 Monate, 40 Jahre, Allahu a'lam. Was passiert? Die Menschen sterben und verwesen nach dem ersten Stoß. Nach dem ersten Stoß sterben die Menschen und sie verwesen. Das Einzige, was bei den Menschen nicht zerfällt, ist was? Wer kann es sagen? Das Steißbein. Subhanallah. Es gab Allahu a'lam, aber es gab Wissenschaftler, Muslime, die haben versucht, dieses Steißbein zu vernichten. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Mit Feuer, mit allen möglichen Dingen, und die haben das nicht geschafft. Ne, habt ihr bestimmt gesehen. Allahu a'lam. Wie gesagt, wir sagen zu sowas Allahu a'lam. Kann sein, dass es richtig ist, kann sein, dass es falsch ist. Aber wir wissen auf jeden Fall von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass das Einzige, was bleibt, das Steißbein ist. Ja? Das ist bei Bukhari auch überliefert. Warum das Steißbein? Was denkt ihr, warum das Steißbein übrig bleibt? Sagt man auch, ne? Also es gibt Wissenschaftler, die sagen, diese ganzen Informationen des Menschen sind im Steißbein vorhanden. Aber laut den Aussagen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, kann sich vielleicht jemand daran erinnern? Also ganz einfach, er sagt, wenn der Mensch stirbt, bleibt dir nur das Steißbein, richtig? Okay. Er sagt, es kommt ein Regen, Allah subhanahu wa ta'ala sendet einen Regen, das bei Bukhari überliefert. Ja, dieser Regen wird der Regen des, oder das Wasser des Lebens genannt. Wenn das Wasser auf das Steißbein trifft, wird der Mensch wieder zusammengefügt und kommt hervor, genauso wie die Kräuter hervorsprießen. Subhanallah, wie eine Blume, wie eine Pflanze, kommt der Mensch wieder hervor. Durch sein Steißbein. Subhanallah. Ja, deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch, zum Beispiel im Koran, er sagt, ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى
فإذا هم قيام ينظرون. Dann wird wiederum in den Sur, in die Posaune gestoßen. Und siehe da, da stehen sie auf und schauen zu. Das ist der zweite Stoß. Also die Menschen werden aus ihren Gräbern auferstehen. Ja, natürlich, sie stehen auf und die Erde ist noch an ihren Körpern. Ja, ihr könnt euch ja einigermaßen vorstellen, wie das dann aussieht. Sie kommen aus der Erde heraus, ja. Und die Erde ist an ihnen dran, Allah alle, wie sie dann aussehen, ja. Und sie werden dann zusammengebracht. Die Tiere, egal wie wild sie sind, sie werden auch zusammengebracht. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch in Surat Shams, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Und wenn die wilden Tiere versammelt werden, alle Menschen, alle Tiere werden versammelt. Vor wem? Vor Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso die Shayatin, sie werden auch versammelt. So wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Maryam sagt, فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ. Bei deinem Herrn, wir werden sie ganz gewiss versammeln, sie und die Satane, Shayatin, von den Djinn. Und sie werden demütig und erniedrigt vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Aisha radiallahu anha berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ihr werdet am Tage des jüngsten Gerichts barfüßig, nackt und bei Männern mit der Vorhaut, also unbeschnitten, versammelt. Die Menschen werden vor Allah stehen, wie? Nackt. Und die Männer werden sogar unbeschnitten sein. Da sagte unsere Mutter Aisha, O Gesandte Allahs, Ja Rasulallah, Männer und Frauen sehen sich gegenseitig an? Also in der Regel ist das so, wenn Männer und Frauen gegenüberstehen, ja, nackt sind, dass man dann halt hinguckt und sich wundert, oder sie hat sich gewundert, sie hat gesagt, die sind nackt und die stehen alle zusammen, das gibt's doch gar nicht, das ist doch nicht normal. Sie werden sich doch bestimmt anschauen. Der Prophet s.a.w. erwiderte, das Ereignis wird gewaltiger sein, als dass sich die Menschen dafür interessieren würden. Das heißt, auch wenn sie nackt voreinander stehen, das wird keinen interessieren. Keinen. Warum? Weil der jüngste Tag wird gewaltig sein. In Bukhari wird überliefert, dass der Erste, der auferweckt wird, Muhammad Rasulullah s.a.w. sein wird. Der beste Mensch auf Erden. Alles Leben wird versammelt. Alle Menschen werden versammelt. Alle Lebensgeschöpfe, alle erschaffenen Dinge werden versammelt. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch in Surat Ibrahim. Er sagt, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ. An dem Tage, da die Erde in eine andere Erde verwandelt wird. Die Erde wird nicht mehr die normale Erde sein. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ. Und der Himmel wird auch nicht mehr der gleiche sein. Alles wird geändert. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَبَرَزُوا لِلْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Und sie werden alle vor Allah subhanahu wa ta'ala treten, den Einzigen, den Gewaltigen. Deswegen, dieser Tag, meine lieben Geschwister im Islam, ist ein gewaltiger Tag. Alle werden vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Der Ibn Kathir, rahimahullah, einer der Tafsir-Gelehrten, er sagt, diese Erde wird ganz anders sein. Er sagt, als Erläuterung zu diesem Vers, also als Erklärung, dass es eine weiße Erde sein wird, auf der weder Blut vergossen, noch eine Sünde begangen wurde. Also eine ganz neue Erde, die flach ist, keine Berge, keine Täler oder so, sondern eine ganz flache Erde und weiß. Und diese Erde ist eine reine Erde.
Auf dieser Erde wurde nie Sünde begangen oder irgendetwas, sondern das ist die Erde, der Platz, auf der die Menschen versammelt werden. Abu Huraira berichtete, radiallahu anhu, dass der Prophet aus dem Folgenden sagte: Die Menschen werden am Tage der Auferstehung auf einem weißen, staubigen Boden versammelt, der wie die Oberfläche des weißen Mehls aussieht. Darauf findet keiner ein Orientierungsmerkmal für sich. Also eine, das war Bukhari überliefert, eine Erde, weiß, ja, staubig. Und subhanallah, ich weiß nicht, der ein oder andere von euch, ihr habt bestimmt mal oft gesehen bei Hollywood, wenn jemand gestorben ist und so, wie sieht alles aus? Weiß. Ja, der Boden weiß und dann so staubig und Wolk und Rauch und so weiter. Ja, sie wissen ganz genau, sie lesen die Hadith, sie lesen ja diese Dinge und deswegen danach machen sie auch diese Filme. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diese Erde, sie wird weiß sein, staubig sein, wie weiß wie Mehl, und darauf findet man kein Orientierungsmerkmal. Also man, ne, wie jetzt hier, Norden, Süden, Osten, Westen, gibt's da nicht. Subhanallah. Kann man sich gar nicht vorstellen. Deswegen, wo will man hin an diesem Tag? Kann man weglaufen? Kann man irgendwas machen? Man kann nichts machen. Man steht dort vor Allah subhanahu wa ta'ala. Also es gibt keine Schilder. Es gibt keine Ampeln. Es gibt keine Straßen. Ja? Nichts. Nur diese Erde. Und die Menschen werden alle auf diese Erde versammelt. Die Erde, meine lieben Geschwister im Islam, wird dunkel sein, das haben wir auch erwähnt. Die Dunkelheit wird überall anzutreffen sein, da die Sonne und der Mond und die Sterne ihr Licht verlieren. Die Menschen werden auferstehen, ja, und sich auf drei Arten fortbewegen, so wie der Prophet aus ihm gesagt hat. Manche werden gehen, manche werden auf Hilfsmitteln getragen und manche werden sich auf ihren Gesichtern fortbewegen. Subhanallah. Ja, so wie es heißt bei At-Tirmidhi, Sahih von Sheikh Al-Albani erklärt, der Gesandte Allah wurde daraufhin gefragt, wie das gehen soll. Ja, die Sahaba haben gesagt, ja Rasulullah, wie sollen sie sich auf ihren Gesichtern fortbewegen? Wie geht das? Er erwiderte, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der sie auf ihren Füßen gehen lässt, ist fähig, sie auf ihren Gesichtern gehen zu lassen. Unvorstellbar. Als Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. An diesem Tag der Auferstehung, meine lieben Geschwister im Islam, Yawmul Qiyamah, warum heißt es Yawmul Qiyamah? Yawmul Al-Qiyamah. Al-Qiyamah min Al-Qiyam. Qama yaqumu Qiyaman. Ha? Ha. Yawmul Qiyamah, der Tag, an dem die Menschen stehen werden vor Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen wurde er Yawmul Qiyamah genannt. Ja? Der Tag der Auferstehung, der Tag, wo die Menschen vor Allah stehen werden. Ja, so wie Allah subhanahu wa ta'ala auch gesagt hat im Koran, ja, an dem Tag, an dem die Menschen vor dem Herrn der Welten stehen werden. Yawma yaqumun nas, yawma yaqumun nas li rabbil alamin. An dem Tage, an dem die Menschen vor dem Herrn der Welten stehen werden. Wie lange werden sie stehen? 50.000 Jahre. Ein Tag, der 50.000 Jahre lang ist. Ja? So wie Allah subhanahu wa ta'ala auch sagt im Koran, an einem Tage, dessen Ausmaß 50.000 Jahre beträgt. Das heißt, sie werden 50.000 Jahre allein nur vor Allah stehen. Noch keine Abrechnung, noch kein Paradies, noch keine Hölle. Erstmal nur 50.000 Jahre stehen. Subhanallah. Unvorstellbar. Stell dir mal, wir flippen nur aus, wenn wir 2 Stunden auf den Zug erwarten müssen. 5 Stunden im Stau sitzen. Wie ist es dann noch 50.000 Jahre vor Allah stehen? Und man weiß nicht, man ist sich nicht sicher. Was passiert jetzt mit mir? Kennt ihr diese Unsicherheit? Allein nur diese Unsicherheit, wenn wir irgendwas machen. Diese Unsicherheit ist eine Qual.
Ist eine Qual oder nicht, wenn man sich nicht sicher ist, was passiert jetzt? Komme ich durch, komme ich nicht durch? Ihr kennt das, im Flughafen, im Zoll, Grenze, Allah alam. Komme ich jetzt durch, komme ich nicht durch? Bei der Prüfung, ja, bei der Abschlussprüfung. Subhanallah, komme ich jetzt durch? Ich will einfach nur wissen, ja oder nein? 50.000 Jahre weißt du nicht, ob es nach da geht oder nach da geht. Für alle Menschen, außer diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt. Wie zum Beispiel die Märtyrer, wie zum Beispiel die Propheten und die Gesandten und so weiter. 50.000 Jahre, wenn die Menschen nicht wissen, wo es hingeht. Wenn die Menschen nicht wissen, ob es heißt, ja, du bist einer der Paradiesbewohner, nein, du bist einer der Höllenbewohner. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Jetzt kommen wir zu den Ungläubigen und den Sündern. Wie ergeht es diesen Menschen am Tage des Gerichts? Allah subhanahu wa ta'ala sagt hierzu: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Wenn in die Posaune gestoßen wird. An-Naqur ist ein anderes Wort für As-Sur. Wenn in die Posaune gestoßen wird von Israfil. فذلك يومئذ يوم عسير. An diesem Tag wird es einen schweren Tag geben. Dieser Tag ist ein schwerer Tag. على الكافرين غير يسير. Dieser Tag wird kein leichter Tag sein für die Ungläubigen. Das heißt, es wird ein schwerer Tag sein. Ein Tag, der 50.000 Jahre geht. Ein Tag, wo die Menschen bestraft werden. Ein Tag, wo Allah subhanahu wa ta'ala zornig sein wird, so wie er nie gewesen ist. Und so wie er nie sein wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch über die Lage der Gläubigen und der Ungläubigen und der Sündern. Er sagt über den jüngsten Tag: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. An diesem Tag, an einem Tag, wo die Gesichter weiß werden und andere Gesichter schwarz werden. Hier sagt Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, die Gesichter, die weiß werden, sind die Gesichter von Ahl-Sunnati wal Jama'ah. Diejenigen, die der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen. Diejenigen, die Sahaba folgen. Diejenigen, die den Gelehrten folgen. Und diejenigen, die an der Gemeinschaft festhalten. Diejenigen, die Muslime zusammenhalten. Diejenigen, die alles daran setzen, dass die Muslime zusammenbleiben, nicht auseinandergehen. Das sind diejenigen, dessen Gesichter weiß sein werden am nächsten Tag. Und die Gesichter derjenigen, die schwarz werden, sagt Abdullah ibn Abbas, das sind die Leute der Bid'ah. Die Leute, die der Bid'ah folgen. Und die Bid'ah verteidigen, die Bid'ah verbreiten. Ja, die den Leuten sagen, jeder Zweite ist Kafir. Die den Leuten sagen, Ali ist Gott. Die den Leuten sagen, du kannst Hussein anbeten. Du kannst Dua machen zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diejenigen, die in der Moschee tanzen. Diejenigen, die Erneuerungen einführen und sagen, nein, es gibt gute Erneuerung in der Religion. Diese Menschen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und die Ungläubigen und die Sünder, sie werden schwarze Gesichter haben am jüngsten Tag. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Es wird zu ihnen gesagt, zu denen, dessen Gesichter schwarz sind: Seid ihr etwa ungläubig geworden, nachdem ihr gläubig gewesen seid? Habt ihr etwa die Religion verlassen, nachdem ihr gewusst habt, dass die Religion wahr ist? Warum habt ihr den Islam nicht angenommen? Warum habt ihr den Islam nicht gefolgt? Warum habt ihr eurer Tradition gefolgt? Warum habt ihr euren Nationen gefolgt? Warum habt ihr die Menschen vor Allah gestellt? Warum? Wird ihnen gesagt. Ja? Und dann wird ihnen gesagt: فَذُوقُوا الْعَذَابِ. Kostet die Strafe. Warum?
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Kostet die Strafe dafür, dass ihr ungläubig gewesen seid, dass ihr euch von der Religion abgewendet habt, dass ihr euch über die Religion lustig gemacht habt. Deswegen kostet die Strafe. Weil Allah subhanahu wa ta'ala ist gerecht. Allah subhanahu wa ta'ala ist gerecht. Ja? Wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und dass Allah subhanahu wa ta'ala niemals ungerecht ist zu seinen Dienern. Allah subhanahu wa ta'ala bestraft niemanden einfach so. Niemals. Wir, der größte Richter, der größte Gelehrte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hat zu den Gefährten gesagt, als er zwischen ihnen gerichtet hat, er hat gesagt, ich richte über euch. Aber es kann sein, dass manche von euch gut im Argumentieren sind. Das heißt, er richtet zwischen zwei Menschen und der eine redet so gut, obwohl er im Unrecht ist. Obwohl er im Unrecht ist. Er redet so gut, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam für ihn richtet. Und dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der sowas tut, argumentiert, obwohl er im Unrecht ist, damit er Recht bekommt, er soll wissen, wenn ich für ihn richte, dann gebe ich ihm nichts anderes als ein Teil der Hölle. Das ist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist absolut gerecht. Er wird keinem Unrecht tun. Das heißt nicht, dass der Prophet aus dem Unrecht getan hat. Nein. Der Prophet aus dem hat zwischen den Gefährten gerichtet. Mit seinem Wissen, sallallahu alaihi wasallam, mit dem Licht, was Allah ihm gegeben hat. Aber er war auch nur ein Mensch. Er konnte bei dem Richten richtig liegen und falsch liegen. So wie er es selber gesagt hat, es sei denn, Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm die Offenbarung. Dann natürlich richtet er vollkommen richtig. Und die anderen nach ihm von den Gefährten, angefangen von Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali zum Beispiel, sie haben gerichtet zwischen den Menschen mit dem Licht, was Rasulullah ist, was ihnen hinterlassen hat. Dem Wissen, was Rasulullah ist, was ihnen hinterlassen hat. Aber es konnte natürlich auch genauso sein, dass sie falsch gelegen haben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala bestraft keinen ohne Wahrheit, ohne Recht. Deswegen auch diese Fragen immer. Ja Bruder, was ist mit Leuten, die sterben, die haben noch nie von dem Islam gehört? Was mit Leuten, die geisteskrank gewesen sind, so gestorben sind? Was mit Kindern, die vor der Pubertät gestorben sind? Und so weiter. Diese Fragen, ihr kennt ja, wird ja oft gestellt. Ich sage immer zu den Brüdern und den Schwestern, ihr müsst euch eine Sache hier reinsetzen. Eine Grundlage müsst ihr fest verankert bei euch haben. Und das ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala absolut gerecht ist. Dass er absolut gerecht ist. Das müssen wir erstmal wissen. Wir müssen davon ausgehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, und wir müssen daran glauben, fest, dass Allah subhanahu wa ta'ala keinem Unrecht tut. Das sagt er subhanahu wa ta'ala im Koran in mehreren Stellen. Ja? Ja? وَمَا كَانَ رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ. Und dein Herr war niemals ungerecht zu seinen Dienern. Ja? وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَبِيدٍ. Und Allah will den Menschen kein Unrecht tun. Und mehrere Verse auf jeden Fall. Deswegen wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala keinen einfach so bestraft. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu den Ungläubigen und den Sündern und den Leuten der Erneuerung, die ohne die Taube sterben, sagt ihnen, kostet die Strafe für das, was ihr an Unrecht getan habt. Das heißt, ihr habt das verdient. Ihr habt das verdient. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch weiter und mit diesem Vers beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala nochmal den jüngsten Tag. Das ist auch ein sehr krasser Vers. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier im Koran, فكيف تتقون. Wie könnt ihr nicht gottesfürchtig sein? Wie könnt ihr die Religion nicht annehmen? Wie könnt ihr die Religion nicht praktizieren?
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. Wie könnt ihr etwa euch schützen? Wie könnt ihr ungläubig sein und nicht die Religion praktizieren und sicher davor sein, wenn ein Tag kommt, an dem die Kinder graue Haare bekommen? Ja, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wie wollt ihr euch, wenn ihr ungläubig seid, wenn ihr nicht die Religion praktiziert, wenn ihr euch vom Islam entfernt, euch selber vor einem Tag schützen, an dem die Kinder weiße Haare bekommen. Subhanallah. Deswegen ein gewaltiger Tag. Ein Tag, wo die Kinder weiße Haare bekommen. Obwohl Kinder, wie soll ein Kind weiße Haare bekommen? So gewaltig ist dieser Tag. Aber auch die Gläubigen, meine lieben Geschwister im Islam, die ohne die Tauba gestorben sind, ja? Weil wir sagen immer, die Tauba, warum ist die Tauba wichtig? Damit man nicht bestraft wird. Und wenn man ohne Tauba stirbt, dann besteht man, also ist man, läuft man der Gefahr, dass man auf jeden Fall bestraft wird. Deswegen sollte man immer wieder bereuen. Deswegen diejenigen, die ohne die Tauba sterben, sie werden es sehr schwer haben am jüngsten Tag. Und je nachdem, wie schwer die Sünde ist, so schwer wird auch der Tag sein, der jüngste Tag. Umso schwerer die Sünden sind, umso schwerer wird dieser Tag sein. Und die hochmütigen Könige und die Hochmütigen, weil es gibt auch ein Hadith, wo der Prophet trotzdem sagt, dass die Hochmütigen, ja, Ameisen werden am nächsten Tag und die Leute auf ihnen trampeln werden. Subhanallah. Dann, meine lieben Geschwister im Islam, auch wegen dem Geiz. Leute, die immer wieder geizig sind, ja. Geizig sind, die Zakat zu zahlen, obwohl sie das Geld haben. Geizig sind, zu spenden, obwohl sie das Geld dafür haben. Der Prophet trotzdem sagt, wenn Allah jemanden von den Reichtümern gibt und er die Zakat nicht bezahlt, ja, wird ihm sein Reichtum am Tage der Auferstehung in Form einer hochgiftigen Riesenschlange mit zwei schwarzen Hörnern erscheinen. Das Geld, was er nicht gegeben hat für Allah, die Zakat vor allen Dingen, weil die Zakat ist Pflicht, alles andere ist freiwillig, dafür wird man nicht bestraft. Aber die Zakat, die man einmal im Jahr geben muss für das Angesparte, was man an Geld hat. Bei uns zum Beispiel jetzt handelt es sich dann um Geld, ja? Weil Allah alam, ob jetzt hier einer Tiere hat oder Kamele hat oder so, meistens handelt es sich um Geld. Dieses Geld, es gibt ein bestimmtes Maß, was dieses Geld erreicht, ja? Und wenn dieses Geld das Maß erreicht hat und ein Jahr gespart geblieben ist, dann muss man von diesem Geld 2,5% Zakat bezahlen. Das heißt, bei 1000 Euro sind das wie viel? 25 Euro. Das muss man, 25 Euro ist bei 1000 Euro nichts. Aber selbst ab da muss man ja nicht mehr. Ja? Ab da muss man ja nicht mehr. Also wenn das über 25 Euro ist, also über 1000 Euro, über 1000 Euro, das heißt ab 1001 Cent, dann gibst du. Beziehungsweise wenn das 1000 Euro erreicht hat, ja, dann musst du geben, 2,5%. Ich glaube, der Wert ist sogar das Licht. Ist jetzt nur ein Beispiel, ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, sagen wir mal jetzt 1000 Euro wäre jetzt An-Nisab, sagt man auf Arabisch. 1000 Euro, so. Wenn dein Geld 1000 Euro erreicht hat, 1000 Euro, nicht 1001, nein, 1000 Euro ein Jahr gespart worden ist, dann musst du von diesen 1000 Euro 25 Euro abgeben. Das ist jetzt nur als Beispiel. Ja? Er sagt, wenn man das nicht macht, dann kommt dieses Geld als Schlange, als Riesenschlange mit zwei schwarzen Hörnern. Diese wird ihn am Tage der Auferstehung umschlingen, sein Unterkiefer packen und zu ihm sprechen und sagen, ich bin dein Reichtum, ich bin dein Schatz. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam rezitierte dann folgenden Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran sagt, er sagt, subhanahu wa ta'ala, und diejenigen, die mit dem Geizen, was Allah ihnen von seiner Huld gegeben hat, sollen ja nicht meinen, das sei so besser für sie. Das ist in Surat Al-Imran. Nein, zum Bösen soll es ihnen dienen,
als Halsband sollen sie am Tag der Auferstehung das tragen, womit sie geizig waren. Das heißt, dieses Geld, womit sie geizig waren, wird ihnen ein Halsband sein. Welches Halsband? Prophet Sassam erklärt, es ist eine Schlange, die dann ihren Hals umschlingt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Meine lieben Geschwister im Islam, dieser Tag, wie gesagt, ist gewaltig. Und Rasulullah sallallahu alaihi sagt auch in einem anderen Hadith, die Menschen werden ihren Taten gemäß schwitzen. Der Schweiß einiger von ihnen wird bis zu ihren Knöcheln reichen. Der andere bis zu ihren Knien. Der andere bis zu ihrer Hüfte. Und einige werden von ihrem Schweiß völlig umgeben sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam deutete dazu mit seiner Handfläche auf seinen Mund. Sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er hat gesagt, bis hier werden sie schwitzen. Wir können das uns natürlich gar nicht vorstellen. Ja, ihr müsst euch auch vorstellen, dieser Tag, Yawm Qiyamah, die ganzen Naturgesetze werden was? Geändert, werden umgestellt. Da läuft einer auf sein Gesicht, da schwitzt einer, bis er den Schweiß zu seinem Mund hat. Yani, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist mit unseren jetzigen Naturgesetzen gar nicht vorstellbar, gar nicht zu vergleichen. Aber am nächsten Tag, Allah subhanahu wa ta'ala wird alles ändern. Und an diesem Tag wird keiner sprechen, außer demjenigen, dem Allah subhanahu wa ta'ala es erlaubt. So wie Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran sagt, ja, an dem Tage, an dem die Seele und die Engel versammelt werden. Das heißt, die Seele ist, damit ist Jibril alayhi salatu wasalam gemeint. An diesem Tag, meine lieben Geschwister im Islam, wird keiner sprechen, außer demjenigen, dem Allah subhanahu wa ta'ala es erlaubt, ja. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا. الروح أي جبريل. جبريل und die Engel werden in Reihen stehen. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. Ja, deswegen, dieser Tag ist ein gewaltiger Tag. Er sagt, subhanahu wa ta'ala, am Tage, da Jibril und die Engel in Reihen stehen, da werden sie nicht sprechen dürfen, ausgenommen der Allerbarme es erlaubt und der nur das Rechte spricht. Ja? يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقَّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. Das ist ein gewaltiger Tag. Ein Tag, wo keiner sprechen wird, außer derjenige, dem Allah subhanahu wa ta'ala es erlaubt, meine lieben Geschwister im Islam. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch nochmal über diesen Tag, er sagt, das ist ein Tag, wo die Engel sich versammeln, ja, wo Jahannam gebracht wird. Ja, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُنِ حَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ ولا يوثق وثاقه احد. الله اكبر. Er sagt, die Hölle wird gebracht. Wie wird sie gebracht? 70.000 Ketten. Und an jeder Kette 70.000 Engel wird die Hölle gebracht. Und die Hölle wird schreien. Und sie wird stöhnen. Ja? Sie wird gebracht.
Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und dann wird der Mensch sagen, Ya laytani qaddamtu li hayati, warum habe ich für mein Leben nicht vorausgeschickt? Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, aber dann, an diesem Tag, nützt ihm dieses Denken nicht. Dieses, hätte ich doch nur gemacht und hätte ich doch, das nützt ihm dann an diesem Tag nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, er sagt, und du wirst jede Gemeinschaft kniend sehen. Jede Gemeinschaft wird zu ihrem Buch gerufen. Heute wird euch das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. Heute wird euch das gegeben, was ihr getan habt. Heute wird euch das bezahlt, was ihr vorausgeschickt habt. Ihr werdet den Lohn dafür bekommen. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben.